So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier. Und heute gibt es mal ein Video zu Oikawa Toru. Was ist mit ihm am Ende von Haikyuu passiert? Und wie gut ist er im Vergleich zu den anderen Charakteren? Schreibt hier in die Kommentare, was haltet ihr von Oikawa am Ende des Manga? Und ja, genug geschnackt, beginnen wir mit dem Video. Seit 2021 hat sich Oikawa in Argentinien einbürgern lassen. Er spielt mit der argentinischen Nationalmannschaft, die von José Blanco trainiert wird, bei den Olympischen Spielen, wo er auf viele seiner Rivalen im japanischen Team trifft. Er und Hinata geben sich vor dem Spiel eine Umarmung, was for real richtig süß ist. Die Frage ist jetzt, warum hat sich Oikawa gerade für Argentinien einbürgern lassen und nicht für sein Heimatland Japan? Naja, die Erklärung ist sehr kindisch, aber passt einfach zu 100% zu Oikawa. Er möchte sich nämlich an Ushijima und Kageyama rächen. Nur aus diesem Grund spielt er für Argentinien. Natürlich meinte er auch, dass er Hinata und den Rest besiegen möchte, aber auf Ushijima und Kageyama, wissen wir, hat er es besonders abgesehen. Wir springen zu den Olympischen Spielen Argentinien gegen Japan in dem letzten Kapitel. Oikawa ist der Erste, der im Spiel aufschlägt und sein Ausschlag ist genauso stark wie immer, obwohl Sakusa in der Lage war, den Ball anzunehmen. Damit endet sowohl Oikawas als auch die Geschichte von Haikyuu. Naja, nicht so ganz, denn letztes Jahr haben wir noch einen One-Shot bekommen, wo wir mitbekommen, dass Oikawa der Star von Argentinien ist und zusammen mit Azumu und Hinata in einem Team gegen Kageyama spielt. Das Spiel durften wir leider nicht sehen, aber alleine der Gedanke, wie das Spiel aussehen würde, macht mich einfach glücklich. Und for real, die Interaktion zwischen Azumu und Oikawa, das ist einfach nur Gold wert. Alleine, dass wir das bekommen haben und zweitens, dass wir das sogar synchronisiert bekommen haben. Also, wer das nicht gesehen hat, unbedingt auf YouTube oder einfach googeln, das findet ihr zu 100% und das ist einfach geil, weil die richtigen Synchronsprecher das einfach synchronisiert haben. Oikawa ist bekannt und gefürchtet für seinen kraftvollen und präzisen Sprungaufschlag. Eine Technik, die er im Fernsehen gesehen hatte und für erstaunlich hielt. Also arbeitete er seit der Mittelschule hart daran, diese zu beherrschen. Er schlägt punktgenau auf, zielt oft strategisch auf einen Spieler des gegnerischen Teams, eine Lücke zwischen zwei Spielern oder verwendet ein anderes Schema, um einen Ausschlagsass zu machen. Es ist schwierig, den Ball anzunehmen, aber mehrere Spieler haben es geschafft, den Ball zu bekommen. Aufgrund der Belastung, die der Sprungaufschlag für Oikawas Konzentration ausübt, erlaubt ihm sein Trainer, Auszeiten und Pausen allein zu nehmen, um die Konzentration zurückzugewinnen, die für eine erfolgreiche Ausführung erforderlich ist. Während des Spring High Turniers scheint sich Oikawas Sprungaufschlag weiterentwickelt zu haben. Laut Coach Ukai scheint er mehr Wert auf Kraft als auf Kontrolle zu legen. Es wird auch gezeigt, wie beim Beachvolleyballspiel mit Hinata in Brasilien, dass er auch in der Lage ist, einen Jumpfloater zu machen, obwohl nicht bekannt ist, wie er ihn verfeinert hat. Sowohl im Spiel als auch im täglichen Leben hat Oikawa ein gutes Gespür für seine Umgebung und kann die Bewegungen und Emotionen anderer mühelos lesen. Aus diesem Grund war er in der Lage, Kageyamas und Hinatas Strategie hinter dem Quick Attack sofort aufzugreifen, als sie zuvor Codewörter verwendet haben. Er greift auch schnell ein, wenn bestimmte Spieler seines Teams ins Visier genommen werden. Oikawas Zuspiele sind so gemacht, dass sie für seine Teamkollegen am einfachsten zu treffen sind, da er weiß, dass jeder ein anderes Zuspiel braucht, um bestmöglichst anzugreifen. Nach jedem Zuspiel fragt er sofort, wie man es danach verbessern kann. Oikawas Fähigkeiten als Zuspieler sind so groß, dass er angeblich das maximale Potenzial aus jedem Team herausholen kann. Da er jedem Spieler das bestmöglichste Zuspiel bietet und sich an den Spielstil des jeweiligen Spielers anpasst. Auch wenn er noch nie zuvor mit einer Mannschaft oder einem Spieler gespielt hat, sagt Kageyama, dass die Art und Weise, wie Oikawa auf sie setzt und mit ihnen spielt, den Anschein erweckt, als würde er seit Jahren mit ihnen spielen. Und man muss hier auch bedenken, dass dieser Typ mittlerweile in der argentinischen Nationalmannschaft spielt und diese Fähigkeiten natürlich nicht verlernt hat. Er hat sie verfeinert und ist komplett besser geworden. Und ich bin jemand, der oft sagt, dass Oikawa der beste Spieler in ganz Haikyuu ist am Ende des Manga. Und das liegt einfach daran, dass Furudate ganz genau weiß, wie die Volleyballwelt aussieht. Und wer sich ein bisschen mit Volleyball auskennt, der weiß, dass Argentinien noch eine ganz andere Liga ist als Japan. Japan ist nicht so hoch, was Volleyball angeht. Und da ist Argentinien schon weitaus höher. Und Oikawa ist in Argentinien
sei es in seiner Mannschaft oder auch in der Nationalmannschaft, der Star-Zuspieler. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn und das muss er erstmal schaffen. Und dann noch als Zuspieler, eine Position, die nur einmal auf dem Feld verfügbar ist. Also du musst der beste Zuspieler sein, um auch zu spielen. So, das soll es erstmal von meiner Einschätzung gewesen sein, denn man muss sagen, der Timeskip wurde nicht so gründlich erzählt bzw. erklärt. Ist ja auch klar, denn wir haben uns auf die Highschool-Zeit fokussiert und natürlich das Ende musste halt einfach nur zeigen, was Hinata am Ende gelernt hat, was Kageyama, wo der ganze Stand ist, wo die ganzen Spieler sind, aber halt nicht mehr. Natürlich könnte man später noch ein paar One-Shots machen und so, aber Haikyus Geschichte ist zu Ende erklärt und das haben die auch super gemacht. Darauf möchte ich nicht eingehen, aber wir haben halt nicht mehr zu Oikawa gesehen. Deshalb kann man bis dato nicht ganz genau sagen, okay, der ist besser als der und natürlich ist es auch positionsbedingt, aber wenn man jetzt einfach so von der vom Fakt her geht, ist Argentinien halt noch eine höhere Stufe als Japan und wenn du halt mit besseren Spielern spielst, mehr Konkurrenz hast, dann wirst du auch besser. Besonders, wenn du schon mit der Beste in deiner Mannschaft bist. Aber ja, das soll es dazu gewesen sein, da kann man nur spekulieren. Kommen wir zu den Statistiken, die Furudate aber nicht nur eingeschätzt hat, sondern halt einfach als Fakt dargestellt hat. Hier haben wir die Statistik der Highschool-Zeit und das ist sehr interessant. Bei Kraft hat Oikawa 5 von 5, also der Typ hat auf jeden Fall Kraft. Springen 3 von 5, Durchhaltevermögen 4 von 5, Spielsinn 4 von 5, Technik 5 von 5, Geschwindigkeit 3 von 5, beziehungsweise Schnelligkeit. So, ne? Und da fällt mir erstmal auf, Kraft 5 von 5, ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich 5 von 5 Kraft hat, denn eine 5 von 5 ist offensichtlich ein Ushijima. Oikawa, natürlich, seine Aufschläge sind sehr hart, aber wenn man die dann mit Ushijima vergleicht, sind die dann noch ein Ticken, kraftloser, bisschen schwächer. Nicht kraftloser, schwächer. Was Spielsinn angeht, 4 von 5 hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Oikawa wäre dann schon eine 5 von 5, weil wir haben ja auch gesehen, im letzten Punkt, Aubajosai gegen Karasuno, der steht halt auch wichtig, der steht auch richtig und der weiß halt, wann er mit seinen Mitspielern kommunizieren muss, wann sie besser schlagen können, was er generell im Spiel machen muss. Deshalb Spielsinn hätte ich ihm eigentlich eine 5 von 5 gegeben. Aber ja, sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dieser Statistik. Kommen wir damit zu den Statistiken nach dem Timeskip. Aufschlag ist eine 10 von 10. Also ja, braucht man da eigentlich noch was sagen? Oikawa ist eine Maschine. Annahme ist eine 8 von 10. Kann man auch nicht wirklich einschätzen, denn am Ende des Tages ist Oikawa Zuspieler. Und er nimmt normalerweise nicht an. Und ich kann jetzt auch nicht wirklich einschätzen, okay, wie gut ist seine Annahme. Also kann ich einfach nicht sagen. Sein Hechten ist eine 7 von 10. Wie gesagt, kann man auch nicht wirklich einschätzen, denn am Ende des Tages ist er Zuspieler. Natürlich muss er, wenn er hinten steht, erstmal absichern und dann auch mal hechten. Aber ja, haben wir auch nicht wirklich oft gesehen. Deshalb können wir das Ganze nicht einschätzen. Kommen wir damit zum Zuspiel. Das ist eine 10 von 10. Und das ist natürlich klar. Er ist Profi-Volleyballer in Argentinien, in der argentinischen Nationalmannschaft und ist Zuspieler. Also, wenn du Profi bist, dann erwarte ich auch von dir, dass du eine 10 von 10 im Zuspiel bist. Der Schlag ist eine 7 von 10. Ist eigentlich nicht wichtig, außer der Ball ist nahegestellt und du willst die Gegner überraschen. Und du bist halt am Ende des Tages Zuspieler, deshalb ist das nicht so wichtig. Block ist eine 8 von 10, das ist dann umso wichtiger, denn als Zuspieler musst du natürlich vorne auch blocken. Eine 8 von 10 ist, solide, kann man aber auch nicht viel zu sagen, denn wir haben Oikawa jetzt auch nicht wirklich analysiert, wie er blockt, wie gut er blockt, aber ja, 8 von 10 ist unglaublich solide. Ein nicht nur solider Spieler, also das sieht jetzt erstmal nur solide aus, aber wenn man so drüber nachdenkt, er ist Zuspieler. Und zwei Sachen sind beim Zuspiel sehr, sehr wichtig. Einmal natürlich das Zuspiel, das Wichtigste somit. Der Block, was auch solide ist mit einer 8 von 10. Und dann natürlich die Angabe. Die Angabe ist eine 10 von 10, also was brauchst du eigentlich mehr? Angriff ist nicht wichtig beim Zuspieler, also die meiste Zeit nicht wichtig. Das Hechten und so, am Ende des Tages reicht eine 7 von 10. Eine 10 von 10 wäre natürlich perfekt, aber... Und ja, das soll es vom Video gewesen sein. Ein entspanntes Video zu Oikawa. Ich werde das auf jeden Fall noch zu Bukto und Kageyama machen. Auf die beiden habe ich mega Bock. Schreibt ihr auch in die Kommentare. Zu wen wollt ihr das auch noch sehen? Da habe ich noch ein paar Charaktere, auf die ich mega Bock hätte. Ein Tsuna oder so, denn er ist ja später auch Profi geworden. In der ersten Liga sogar. Und darauf habe ich auch mega Bock, weil
über den Charakter redet man sehr wenig und natürlich war er im letzten Spiel nicht dabei, nicht auf dem Spielfeld, aber wir wissen halt, dass er richtig krass ist. Ja, war ein entspanntes Video, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, die ganzen Informationen rauszusuchen. Und ja, gebt dem Video ein Like, ein Abo auf diesem Kanal da und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.